Das wird eine interessante Fußballauseinandersetzung und wir sind als Ihre Kommentatoren dabei, Frank Buschmann und Manny Breuken. Heute freuen wir uns auf das Spiel Real Sociedad gegen Borussia Dortmund. Deine Analyse zu Borussia Dortmund heute, Frank? Es ist das zweite Vorbereitungsspiel und Sie möchten nach dem Sieg zur Eröffnung heute den nächsten Erfolg einfahren. Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Brillant gemacht. Er attackiert. Was für ein cleverer Pass. Oh, der hat ein gutes Auge. Er sagt Vorteil, der Schiedsrichter. Doch kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Ball getrennt. Jetzt dürfen sie ziemlich nah am gegnerischen Tor einwerfen. Und der Angriff wurde gestoppt. Gute Flanke. Also die Chance hat er vertan. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Was für eine Grätsche! Und er gibt abseits! Er gibt abseits! Ich weiß nicht, ob das nicht noch gleiche Höhe war. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Marco Reus. Und aus der Distanz hätte er beinahe getroffen. Oh, das wäre natürlich was gewesen, wenn der gepasst hätte aus dieser Distanz. Ein Dollarschuss. Thank you.
entwickelt sich möglicherweise was. Herrliche Flanke. Nicht schlecht gedacht. Er macht... Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? Ganz eindeutig, der Angriff galt mehr dem Gegner als dem Ball. Da gibt es überhaupt keinen Grund für Diskussion. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Wunderbar gemacht, dieser Abschluss. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Da bringen wir es auf den Punkt, das ist unmöglich. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Diesen Schiri kennen wir, der gibt garantiert Freistoß. Abstoß gibt's. Zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Klare Sache, gibt Abstoß. Hier wird richtig gekämpft. Kann er sich den Ball holen? Zu halten, da war richtig Zug drin in dem Schuss. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Kirch! Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen, aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts. Keine schlechte Chance nach diesem Eckstoß. Leider etwas zu ungenau. Thank you.
Das sieht nach einer komfortablen Führung aus, kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2:0. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Ja, da geht er resolut dazwischen, so muss man das machen. Achtung, aber er kann den Ball nicht festhalten. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Und die Abwehr aufmerksam. Na, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Meine Güte, ist er schnell. Und jetzt ist er durch. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Leichtfertiger Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Die Kollegen helfen ihm schön. Jetzt sieht er ab. Eins hat er doch schon. Warum jetzt nicht zwei? Hier noch nicht, Manni, aber ich glaube, da kommt noch was. Der ist gut drauf. So Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es, einen frischen Spieler einzuwechseln. Seferovic. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Ein Versuch der Balleroberung. Wegen der Verletzung des Spielers muss hier jetzt ausgewechselt werden. Ja, er hat. Das gibt Freistoß und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Na, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen diese Bilder dann doch relativ deutlich. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist's. Klasse Parade vom Torwart, er lässt nichts anbrennen. Kann ihn haben.
Castro. Klasse Zuspiel. Guck mal hin! Ein Torwart-Riese und er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er den raus. Gündogan. Ich glaube, da bahnt sich sowas wie eine Demütigung. Ja, ja, also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier so eine Situation haben. Die Partie ist gelaufen. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Jetzt ist er vorbei. Schuss und... Ja, den hat er super rausgeholt. Sensationelle Parade. Spieler legt sich den Ball zum Eckstoß bereits. Das muss man mal deutlich sagen. Der Trainer hat bislang alles richtig gemacht. Wir hoffen, dass er mit dieser Einwechslung auch richtig liegt. Manche Ecken sind gefährlich und andere aber nicht. Ach du lieber Himmel. Und jetzt! Castro. Wenn das mal nicht gefährlich wird, das sind Situationen, die können teuer zu stehen kommen. Ballverlust im Aufbauspiel. Schieber. Seferovic. Das ist jetzt seine Chance. Er fängt nicht nur die Bälle, er spielt mit, der Keeper. Ja, und das sieht dann auch richtig gut aus. Das macht er ganz sicher und äußerst souverän. Seferovic. Kann er sich den Ball holen? Diese Partie, sie scheint mir entschieden. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Und der Keeper kann diesen Schuss entschärfen. Subotic. Steht ein deutlicher Sieg, der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Schlussresultat 3:0. Also da müssen wir nicht lang rum analysieren. Dieses Resultat spricht Bände. Absolut, das ist keine Frage. Das war extrem dominant. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.